So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten. Herzlich willkommen. Und ich habe eine Nachricht hier soweit rausgesucht. Vom 28. Juli ist sie hier schon und wurde veröffentlicht bei BR24. Gericht kippt Übernachtungsverbot für Gäste aus C-Hotspots. Und hier geht es ganz speziell darum, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof eine Entscheidung der Bayerischen Staatskanzlei, glaube ich, weiß das ganz genau, also Staatsregierung von Bayern, die festgelegt hatte, Urlauber oder auch überhaupt Reisende aus betroffenen C-Hotspots, wo die Infektionsrate mehr als 50 bei 100.000 Einwohnern liegt, dürften in Bayern nicht beherbergt werden. Und das muss man sich mal reinziehen, was das alleine für eine Ausgrenzung von Menschen schon darstellt, wie ich finde, ganz, ganz unangenehm. Und auf der anderen Seite muss wieder mal, wir haben das mehrfach mitbekommen, bei mir im Bundesland hier in NRW gab es das auch schon, dass ein Verwaltungsgericht in Münster, glaube ich, war es, die Entscheidungen des Lockdowns beispielsweise bezüglich Tönnies im Kreis Gütersloh aufgehoben hat und als unverhältnismäßig eingestuft hat. Und genau so stuft das Bayerische, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof stuft das Ganze nämlich ebenfalls als unverhältnismäßig ein. Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier in diesem Land los? Wir sehen, dass Politiker und hochdotierte Juristen, die in diesen Staatskanzleien und so weiter in der Staatsregierung sitzen, irgendwelche Maßnahmen beschließen, irgendwelche Beschränkungen installieren für uns und danach im nächsten Schritt müssen Gerichte hingehen und die, zum Teil nicht alle, aber einige davon wieder komplett aufheben. Sag mal, das kann doch nicht ein normaler Vorgang sein, dass, also ich finde das einfach nur erschreckend, was hier gerade passiert. Ich finde es einfach nur verrückt, aber ich bin auf eure Meinung unten in den Kommentaren sehr, sehr gespannt, was ihr davon halten werdet. Bayern ist ja wirklich einer der Vorreiter hier, die sehr, sehr streng mit diesen Maßnahmen auch umgegangen sind und das eine oder andere durchgeführt haben, wie auch zum Beispiel dieses Beherbergungs- oder Übernachtungsverbot aus anderen Kreisen. Haut rein, Kommentare unten rein, bis zum nächsten. Ciao.